Er spricht, Maren, von unserer Gruppe Frente Unido America Latina. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Genossinnen und Genossen aus Lateinamerika und der Welt. Am gestrigen Freitag wurde bekannt, dass der internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Beauftragte für die Rechte der Kinder Maria Lvovna-Belova erlassen hat. Das russische Außenministerium erklärt daraufhin, dass die Entscheidungen des Gerichtshofs für Russland keine Bedeutung haben. Moskau weist den an diesem Freitag erlassenen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den Präsidenten des Landes, Wladimir Putin, der ihm Verbrechen im Fall des ukrainischen Konflikts vorwirft, zurück und hält ihn seitdem für wertlos für die Russische Föderation. Das Land ist nicht Vertragspartei des römischen Statuts. Russland ist keine Vertragspartei des römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs und hat keine Verpflichtungen daraus. Russland kooperiert nicht mit diesem Gremium und mögliche Verhaftungsrezepte des Internationalen Gerichtshofs werden für uns rechtlich null und nichtig sein, sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums. Die Aussagen der russischen Sprecherin kamen, nachdem die in Den Haag ansässigen Richter des Internationalen Strafgerichtshofs am Freitag, den 17. März, einen Haftbefehl gegen Präsident Wladimir Putin erlassen hatten, der ihn der Kriegsverbrechen im Rahmen des Krieges beschuldigte. Den Russland mit der Ukraine führt für mehr als ein Jahr. Es ist erwähnenswert, dass das römische Statut das konstitutive Instrument des Internationalen Strafgerichtshofs ist, das am 17. Juli 1998 in der Hauptstadt Italien während der diplomatischen Konferenz der Bevollmächtigten der Vereinten Nationen angenommen wurde, zu der laut Putins eigenen Erklärung Russland nie die Absicht hatte, Vertragspartei eines solchen Statuts zu werden. Wenn man bedenkt, dass der ISTGH kein wirklich unabhängiges und maßgebliches Justizorgan ist und seine Versprechen nicht erfüllt. 2016 beschloss Putin, sich nicht an dem Statut zu beteiligen, weil er der Ansicht war, dass das ISTGH kein autonomes Organ ist. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow führte seinerseits hinzu, dass Moskau die Zuständigkeit dieses Gerichts nicht anerkenne und bezeichnete die Maßnahme als rechtlich inakzeptabel. Zitat: Wir halten die bloße Formulierung des Falles für skandalös und inakzeptabel. Russland erkennt wie mehrere Länder die Zuständigkeit dieses Gerichts nicht an und für Moskau ist eine solche Entscheidung aus rechtlicher Sicht unbedeutend. Ich möchte hier nicht weiter auf diese Ungeheuerlichkeit eingehen. Es ist aber doch zu bemerken, dass die Nachricht punktgenau zum 20. Jahrestag der US-Invasion im Irak publik wurde und zu einem Zeitpunkt, wo in dem wichtigen Knotenpunkt Artyoms, ukrainisch Bachmut, sich eine vernichtende Niederlage der ukrainischen Armee zusammen mit der NATO abzeichnet. Zum Angriff auf den Irak möchte ich einen Artikel aus der Tageszeitung Junge Welt verlesen. 20 Jahre straffrei, ungesühnte Kriegsverbrechen, völkerrechtswidriger US-Angriff auf Irak basierte auf Lügen und zerstörte das Land nachhaltig. Er wolle den Irak entwaffnen, sein Volk befreien und die Welt vor ernsten Gefahren schützen. Das erklärte George W. Bush am 19. März 2003 dem Vorhaben der US-geführten, nicht vom UN-Sicherheitsrat autorisierten Invasion des Irak, durch die der Langzeitpräsident Saddam Hussein gestürzt wurde. Der Krieg würde weniger als 200 Milliarden US-Dollar kosten, versprach Bush den US-Bürgern, die den Krieg zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich unterstützten. Sie schenkten den Beteuerungen, der Irak besitze Massenvernichtungswaffen und unterhalte zudem
umfassende Programme zur Entwicklung biologischer und chemischer Kampfstoffe sowie von Atomwaffen, die die ganze Welt bedrohten, glauben. Knapp drei Wochen später, am 9. April, brachten US-Soldaten, verfolgt von Millionen von Zuschauern, vor den Bildschirmen weltweit eine Statue Saddam Husseins zu Fall. Wie dann auch mit den bewusst provozierten, demütigen Fotos, die von seiner Festnahme nach acht Wochen auf der Flucht in einem Erdloch produziert und der Presse zugespielt wurde, wollte man Erfolge präsentieren. Nebenbei verdeutlichten die Bilder, es war nicht die irakische Bevölkerung, die sich von einem zweifellos äußerst repressiven Herrscher befreite, der im Land selbst mindestens 300.000 Menschen, darunter Mitglieder der schiitischen Mehrheit, Kurden und Oppositionelle auf dem Gewissen hatte, der für grausamste Verbrechen, Massaker, Folter und Überfälle auf die Nachbarländer Iran und Kuwait verantwortlich war. Vielmehr hatte Washington aus eigenem geopolitischen Interesse der Welt falsche Beweise aufgetischt und dabei sämtliche aus den ehrgeizigen irakischen Sozial- und Wirtschaftsprogrammen der 70er Jahre erwachsene Errungenschaften, wie etwa den Anstieg der Alphabetisierungsrate von 30% auf 70%, genauso verschwiegen wie die bis heute nachwirkenden negativen Folgen des in den 90er Jahren verhängten brutalen Sanktionsregimes. Diesem waren mindestens 1,5 Millionen Menschenleben, darunter eine halbe Million Kinder, zum Opfer gefallen. Sechs Wochen nach Kriegsbeginn verkündete Bush in seiner berühmten Mission Accomplished Rede an Bord des Flugzeugträgers Abraham Lincoln das Ende der Hauptkampfhandlungen. Als Ziel gab er die Wiederherstellung der Ordnung und den Aufbau von Demokratie aus. Er rühmte sich des Siegs in einem Krieg gegen den Terror, obgleich Terrorgruppen wie der Islamische Staat, IS, unter der US-Besatzung erst entstehen und im Jahr 2014 sogar das Fortbestehen des irakischen Staates gefährden sollten. Anders als behauptet, war Saddam Hussein zwar ein Verbrecher, aber kein Verbündeter der Al-Qaida. Auch Massenvernichtungswaffen konnten nie gefunden werden. Der Irak und seine Bevölkerung haben für die Lügen einen hohen Preis bezahlt. Etwa eine Million Menschenleben hat der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gekostet. Je nachdem, ob die infolge der zerbombten Infrastruktur und des zerstörten Gesundheitssystems Verstorbenen mitgerichtet werden, gehen Schätzungen sogar von noch höheren Zahlen aus. So berechnete schon 2006 das angesehene Medizinfachblatt Lancet 650.000 zusätzliche Todesfälle. Hunderte Tonnen Uranmunition haben US-Amerikaner und Briten im Irak verschossen. Noch 10 Jahre später betrug die Strahlenbelastung das 20-fache des Normalwertes. Insbesondere die Kleinsten sind von Fehlbildungen betroffen. Kinder mit 4 Händen oder 2 Köpfen werden teils nach wenigen Lebensmonaten begraben. Die Quote von Gehirntumoren, Knochen und insbesondere Blutkrebs liegt weit über der Norm. Unzählige Iraker starben durch Folter, die ihnen auch Soldaten der Koalition der Willigen in Anführungsstrichen antaten. Der Folterknast Abu Ghraib war nur die Spitze des Eisbergs. Die einzigen Grenzen, die es gab, waren die Grenzen der Vorstellungskraft, zitierte WikiLeaks, der fast 400 schwer belastende geheime US-Dokumente zum Jahr veröffentlichte. Einen Augenzeugen. Zivilverwalter, in Anführungsstrichen, Paul Bremer zerschlug nicht nur die irakische Armee, sondern auch politische und gesellschaftliche Strukturen nachhaltig. Mit bis heute andauernden Folgen. Das von Washington imprimierte politische System, in dem Posten streng nach konfessioneller Zugehörigkeit vergeben werden, fördert sowohl Korruption als auch Gewalt zwischen den Religionsgemeinschaften. Aus der Armee entfernte und ohne jene Zukunftsperspektive verbliebene ehemalige Mitglieder der Baas-Partei Husseins sollten später zur Basis für den IS und andere Al-Qaida-Gruppen werden. Und die Belagerung von Fallujah, Najaf und anderen irakischen Städten sowie der Beschuss des einzigen betriebsfähigen Krankenhauses in Fallujah während der Blockade stellen zweifellos schwerste Kriegsverbrechen dar. Gekostet haben Krieg und Besatzung keinesfalls die angekündigten 200 Milliarden US-Dollar, sondern mehr als 2 Billionen.
der Krieg mit seinen Kosten und Menschen, an Menschenleben, Schätzen und Sicherheit könnte nur als ein Fehler beurteilt werden, ein sehr schwerwiegender, und ich muss meine Mitschuld daran tragen, so der US-Senator und spätere Präsidentschaftskandidatin John McCain, einer der ehemals lautesten Unterstützer der Irak-Invasion, nach 15 Jahren offenbar einsichtig in seinem 2018, dem Jahr seines Todes, veröffentlichten Memoiren. Zur Rechenschaft für den Völkerrechtsbruch und brutalste Kriegsverbrechen gezogen wurde indes bis heute niemand. Danke, Maren. Wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik.